Du wirkst dadurch nicht schwächer, sondern stärker. Willst du den großen Bruder von Verantwortung verstehen, kennenlernen und verstehen? Lass uns ganz kurz nochmal wiederholen, was Verantwortung ist. Verantwortung ist, dass wir nicht sagen, die Situation ist schuld, sondern meine Antwort zählt auf die Situation. Also ganz gleich, was passiert, ich habe einen Platten, ich bin im Stau, ich werde krank, ganz gleich, was passiert, meine Antwort entscheidet, wie ich jetzt damit umgehe. Das ist das Verantwortungskonzept. Die Kurzformel ist U, also Umstände, mal A, mal meine Antwort, gleich das Ergebnis, wie ich mich fühle. Und die meisten Menschen denken, U ist schuld. U. Also die Umstände müssen gut sein, damit es mir gut gehen kann. Ein klassisches Beispiel. Als ich jung war, habe ich gedacht, wenn ich verliebt bin, ist die Welt in Ordnung. Wenn nicht, dann nicht. Und habe gar nicht so überlegt, dass es an mir liegen könnte. Dass ich mir überlegen könnte, meine Gefühle im Griff zu haben, dauerhaft. Und dauerhaft für mein eigenes Glück zu sorgen. Also Verantwortung kannst du in jeden Bereich übertragen. Ob das Geld ist, ob das Partnerschaft ist, ob es ist, wie du dich fühlst, wie gesund du bist, welchen Job du hast, wie viel du lernst, ob es dir auf deiner Arbeit gut geht, wenn du Angestellter oder Angestellte bist. All das ist Verantwortung. Der große Bruder von Verantwortung geht noch ein bisschen weiter. Das ist Rechenschaftsbereitschaft. Rechenschaftsbereitschaft, Accountability auf Englisch. Und diese Rechenschaftsbereitschaft, die geht deshalb weiter, weil die besagt, in dem Moment, wo etwas in einem Team nicht gut läuft, also sagen wir, wir sind im Team, wir haben zusammen eine Aufgabe und ich schaffe etwas nicht besonders gut, will ich nicht nur versuchen zu sagen, dafür bin ich verantwortlich und ich übernehme die Verantwortung und ich bringe das in Ordnung, sondern Rechenschaftsbereitschaft geht noch weiter. In dem Moment gehe ich zu allen anderen und sage, ich habe Mist gebaut. Oder, falls du nicht Mist gebaut hast, es läuft gerade nicht richtig. Du sagst, sobald etwas nicht stimmt, allen anderen, damit alle das wissen und dir auch helfen können. Ist nicht besonders populär, der Gedanke, weil die meisten Menschen würden sowas lieber unter den Tisch kehren. Naja, ist nicht gut gelaufen, ich bring's schnell in Ordnung, keiner kriegt's mit. Aber alle haben ein Recht darauf zu wissen, wenn etwas nicht läuft. Alle haben ein Recht darauf, dir zu helfen. Vielleicht haben sie ja einen guten Tipp. Rechenschaftsbereitschaft bedeutet, dass du die ganz große Kunst der Verantwortung verstehst und auch lebst. Und alle Großen, wirklich alle Großen, leben die Rechenschaftsbereitschaft. Also, wenn du in einem Team bist, in einem Sportteam, in einem Arbeitsteam, in einer Stiftung, ganz gleich, wo du bist, in einer Familie, wenn du merkst, dass du irgendetwas nicht hinkriegst, Rechenschaftsbereitschaft, sage den anderen Bescheid. Du wirkst dadurch nicht schwächer, sondern stärker. Denn wahre Stärke ist es, zu zeigen, ich kann nicht alles und mir gelingt auch nicht alles. Das ist wahre Stärke.